Herzlich willkommen zu meiner privaten Weihnachtsfeier 2016. Weihnachten 2016 unter dem Thema Liebesfluss in die innere Familie. Ja, eigentlich habe ich mindestens 2 Stunden eher schon anfangen wollen, aber das hat nicht so ganz geklappt, weil der Liebesfluss schon viel eher angefangen hat, als ich das so erwartet habe. Ich wollte vorher nämlich nichts weiter als noch ein paar Kekse und Kuchen backen, und zwar die ich schon traditionell seit Jahrzehnten backe. Und ich hatte das Gefühl, als wenn es das erste Mal war, dass ich Kekse und Kuchen backen würde. Es war unglaublich, wie lange ich dafür letztendlich gebraucht habe, weil einfach meine Energie schon so hoch war, dass ich das Gefühl hatte, ich muss auch alles neu koordinieren, das Göttliche, das Irdische. Keiner weiß mehr richtig, was das zu tun hat. Also es hat richtig Spaß gebracht, ich war auch richtig glücklich dabei, nur mein Zeitplan, der ist nicht mal annähernd einzuhalten mehr. Aber das ist auch nicht weiter wild. Ich hatte mich schon vorher darauf eingestellt, denn ich habe schon von oben die Rückmeldung bekommen, dass dieses Weihnachten komplett anders wird, als ich es bisher gewöhnt war. Und selbst die Kekse sind anders geworden als sonst. Gar nicht, dass ich das jetzt irgendwie geplant hätte, aber die haben tatsächlich viel mehr Fülle. Ich hatte eigentlich immer automatisch ganz flache gebacken, und diesmal sind sie richtig kräftig geworden und schmecken super lecker. Das weiß ich schon. Ich werde sie euch mal zeigen. Also 2 ganze Dosen voll habe ich fertig bekommen. Unter anderem solche schönen Herzen, aber natürlich auch noch ganz viele andere Sachen. Ja, und der Kuchen, der muss erst noch abkühlen. Und ich kann nur sagen, ich habe noch nie so frische Kekse und so frischen Kuchen zu Weihnachten gegessen. Und darauf freue ich mich schon. Ja, und ich freue mich jetzt richtig auf die Feier. Ich habe richtig Lust dazu, Heiligabend zu feiern. Werde mit Meditation anfangen, mit den Räucherstäbchen einmal durch die Wohnung gehen. Dann diese umgekehrte Meditation machen, dann hier mein Ritual. Und wie es dann weitergeht, werdet ihr ja noch sehen. Und wieder bekommt meine innere Frau Nahrung durch eine umgekehrte Meditation, wodurch ich das weibliche spirituelle Prinzip stärke. Auch im tiefsten Dunkel der Nacht ist doch schon ein Licht in uns entfacht. Auch im tiefsten Dunkel der Nacht ist doch schon ein Licht in uns entfacht. Es wird zur Flamme, die in uns brennt und alles verwandelt, was vom Göttlichen trennt. Es wird zur Flamme, die in uns brennt und alles verwandelt, was vom Göttlichen trennt. Thank you.
Egal ob langsam oder schnell, in uns wird es unweigerlich hell. Egal ob langsam oder schnell, in uns wird es unweigerlich hell. Weit, ausgefüllt mit Liebe, Freude und Glückseligkeit. Und noch heller unser Licht strahlt weit, ausgefüllt mit Liebe, Freude und Glückseligkeit. Miteinander verbunden und göttlich geleitet, wird durch unsere Seele Liebe verbreitet. Miteinander verbunden und göttlich geleitet, wird durch unsere Seele Liebe verbreitet. Miteinander verbunden und göttlich geleitet, wird Liebe verbreitet. Miteinander verbunden und göttlich geleitet, wird durch unsere Seele Liebe verbreitet. Miteinander verbunden und göttlich geleitet, wird durch unsere Seele Liebe verbreitet. Auch im tiefsten Dunkel der Nacht ist doch schon ein Licht in uns entfacht. Es wird zur Flamme, die in uns brennt und alles verwandelt, was vom Göttlichen trennt. Egal ob langsam oder schnell, in uns wird es unweigerlich hell. Und noch heller unser Licht strahlt weit,
ausgefüllt mit Liebe, Freude und Glückseligkeit. Miteinander verbunden und göttlich geleitet, wird durch unsere Seele Liebe verbreitet. Für meine singende Christbaumkugel war das jetzt etwas zu laut. Deswegen ging sie jetzt von alleine los. Ich möchte gerne, dass sich die Liebe verbreitet und sie verbreiten. Auf meinem Weihnachtsprogramm habe ich noch geschrieben, dass meine innere Frau, mein innerer Mann und mein inneres Kind in diesem Jahr in dieser Reihenfolge spielen dürfen, und zwar jeweils so viel, wie sie Lust haben. Nun, das war, als ich eben noch dachte, dass ich sehr viel früher anfangen würde. Jetzt muss ich eine Auswahl treffen, da ich nur bis 20 Uhr spielen darf. Und da jetzt alles so viel für meine innere Frau war und mein innerer Mann schon beim Adventskalender zu kurz kam, habe ich mich jetzt für ihn und Klavier entschieden.
diese Verbindung zwischen dieser weiten universellen Liebesenergie und hier der Liebesfülle, die scheint hier mein irdisches jedenfalls völlig kaputt zu machen. Ich habe es eben also nicht geschafft, ein einziges Stück richtig zu spielen. Deswegen werde ich jetzt hier gleich ein Potpourri draus zusammenstellen. Also ich bin wirklich ziemlich irgendwie durcheinander, aber innerlich bin ich einfach glücklich.
schon gewundert, was es mit diesem kleinen Päckchen hier auf sich hatte. Also das ist eine Weihnachtstradition von mir, dass ich immer eine Süßigkeit, manchmal auch irgendwas anderes, Aufkleber oder so, auf den Teller packe, zum Teil als Dekoration und einfach, weil es eben hübsch ist und eine kleine Überraschung ist vor jeder Mahlzeit. Dieses Jahr habe ich jetzt hier so lauter kleine Smarties-Packungen und die freuen natürlich ganz besonders mein inneres Kind. Wunderbar viele Geschenke. Einige Geschenke habe ich im Karton gelassen, weil sich darüber mein inneres Kind freut, wenn das alles riesige Geschenke sind. Meine innere Frau freut sich vor allem darüber, dass Ressourcen gespart werden und deshalb wird auch das Geschenkpapier alles immer wieder verwendet. Das ist schon viele Jahre verwendet worden. Und mein innerer Mann findet das ausgesprochen praktisch, weil es nicht so furchtbar viel einzuwickeln gibt. Also meine gesamte innere Familie ist sich einig und absolut glücklich über diesen schönen Geschenketisch. So, dann möchte ich mir jetzt mal meine Geschenke angucken. Na, jetzt gucken wir uns zusammen hier unsere Geschenke an. Denn die werden wohl hauptsächlich für meine innere Familie sein, nehme ich jedenfalls an. Okay, womit fange ich an? How to begin? This one. A book for my inner woman, it's for you. Das ist ein Buch für meine innere Frau, das ist für sie. Wonderful Christmas Time is the title. Also wunderschöne Weihnachtszeit heißt es. This is for you, my inner child. Das ist für dich, mein inneres Kind. Yeah, look at this, a dog. Ein Hund für mein inneres Kind. I love dogs. Ich liebe Hunde. A battery. Also eine Batterie. I don't know for whom this is. Also da weiß ich jetzt nicht, für wen das ist. But first of all, you will take it. Ansonsten kriegst du das erstmal, innerer Mann. Oh, another book. Noch ein Buch. It's a thriller, ein Thriller, ein Psychothriller. That's certainly for you, I guess. Das ist sicherlich für meinen inneren Mann. Oh, oh. Stones. Lots of stones. Oh, they are beautiful. Also es sind schöne Steine, lauter schöne Steine. But what for? Aber wofür sind die? Family. Das ist jetzt ein Spiel für die ganze innere Familie. We will play this together. That's for all of you. Das werden wir schön zusammenspielen. Das ist für euch alle. Another book. Noch ein Buch. And I'm sure this is for my inner child. Und da bin ich mir sicher, dass das für mein inneres Kind ist. A comic. A Christmas comic. Das ist ein Comic und zwar ein Weihnachtscomic. This is from my parents. I will open this later. Das ist von meinen Eltern. Das werde ich etwas später öffnen.
Usually there's so much in it that I'm not sure if I will come through tonight. Also da ist immer so viel drin, dass ich nicht so ganz sicher bin, ob ich da heute sonst durchkomme. Mal gucken. I will see. Ah. What's this? I guess these are gloves. Also ich glaube, dass es jetzt Handschuhe sind. Ja, die kommen von meinen Eltern. I will try them on tomorrow. Also das sind wohl Handschuhe von meinen Eltern. Mal gucken, die werde ich morgen anziehen. Oder zumindest ausprobieren. Ja. Wo haben wir denn das jetzt hier? Achso. This packet is from my parents again. Das ist auch von meinen Eltern. That's beautiful. That I really need. My old one looks dirty and ugly. Also so eine neue Brieftasche, die habe ich mir schon gewünscht. Die habe ich unbedingt gebraucht, weil meine alte schon total hässlich und kaputt ist. Yes, I think this is a present for my inner woman and my inner man together because of the color and the money. Also das dürfte jetzt ein Geschenk für meine innere Frau und meinen inneren Mann zusammen sein. Einmal wegen der Farbe und dann aber eben, weil es um Geld geht. Do you like it? Mögt ihr das? Of course you do. Ganz sicher mögt ihr das, ne? So, I will put it here. Da werde ich das mal hinpacken. That's a light. It's such a beautiful light. Das ist so ein richtig schönes Licht, so eins mit Ausstrahlung, also nennt sich Glasfaserlampe. I've dreamed of it since I'm, yes, a young girl. Also davon habe ich schon immer geträumt, seitdem ich ein junges Mädchen bin. And now I've got it. Und nun habe ich es endlich. This is for you, my inner woman. Das ist für dich, meine innere Frau. Oh, I think my inner child will love it too. Do you? Also ich könnte mir vorstellen, dass du das auch gern magst. Mal gucken. And Technik is for you too, isn't it? Für dich ist es eigentlich auch das Richtige. Immerhin dürfte es was mit Technik zu tun haben. Also ich nehme an, das mögt ihr alle. I think you all of you will like it. And now there is a very big present. Jetzt kommt hier ein richtig großes Geschenk. Mal gucken, was das ist. I'm very interested what this is. Das ist ja was Schönes. This is very nice. This is for you, my inner man. Das ist für dich, mein innerer Mann. That's something to put together, some technique to put together. Also das ist ein Metallbaukasten für ein ferngesteuertes Auto. That's fine. Okay. Yes, then there are the cookies. I think. Some letters, but I will read them later. Also sind noch ein paar Briefe, die werde ich aber später lesen. Okay, then I will open the presents of my parents. And for you inner child, we will open a small Kinderüberraschung, surprise egg. Also für mein kleines inneres Kind werde ich jetzt mal ein Überraschungsei aufmachen. No, I can't believe it. It's obviously the same butterfly for the hair as I've got from my parents. Also das finde ich jetzt einen echten Witz,
Das sieht nämlich so aus, als wenn das derselbe Schmetterling ist, wie ich den eben als Geschenk von meinen Eltern bekommen habe. Then I've got one or two for you in a woman and one for you in a child. Also dann habe ich zwei Schmetterlinge für meine innere Frau und einen für mein inneres Kind. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie man das denn nun auch zusammenbastelt. That's really funny. Such a butterfly for my child and for my inner woman. I shall have butterflies, of course. Also das finde ich jetzt wirklich witzig, dass mein inneres Kind so ein Schmetterling bekommen hat und meine innere Frau gleich zwei davon. Offensichtlich sind Schmetterlinge gerade richtig für mich. I wonder about their deeper meaning. Also da frage ich mich doch gleich nach ihrer tieferen Bedeutung. Schmetterling ist ja schließlich ein neuer Zustand. Schmetterling, Butterfly becomes a higher level. Nachdem ich in einem weiteren Überraschungsei nun nochmals Schmetterlinge bekommen habe, noch dazu in den Kronenchakra-Farben lila und weiß und Herzchakra rosa, glaube ich nun wirklich nicht mehr an Zufall. Also offensichtlich ging es dieses Weihnachten wirklich um diesen Wandlungsprozess in einen Schmetterling. In der Nacht erfolgte noch eine sehr intensive energetische Reaktion, die sich ja zunächst eigentlich ziemlich unangenehm anfühlte, nämlich wie Wadenkrämpfe in beiden Beinen. Aber als ich dann den Hintergrund durch meine Karten erfuhr, nämlich dass es um die Verbindung ging, freute ich mich regelrecht darüber. Und das brachte mich dann auf die Idee, mal nachzusehen, was denn da überhaupt für Energiepunkte sind. Und das war wirklich sehr interessant, denn wenn man mal hier runter guckt, direkt hier gibt es an beiden Beinen einen Energiepunkt für eine Energielinie, die hier auch wirklich über die Waden hinwegläuft und dann nach oben ganz bis zum Kopf. Und diese Energielinien, die wurden offensichtlich bei mir auf beiden Beinen ja aktiv bearbeitet. Morgens, wenn ich dann die Kartons wegpacke, so das Geschenkpapier recycle, die Blumen gieße und mich selber anziehe, dann spreche ich durchgängig meine Liebesflussaffirmation. Seitdem ich vor mehr als 20 Jahren mit spirituellen Übungen angefangen habe, reagierte regelmäßig mein vegetatives System. Das heißt, mir wurde immer besonders heiß oder besonders kalt. Und zwar meistens mit einem gewissen Abstand nach den spirituellen Übungen. Das heißt, zum Anfang wusste ich immer gar nicht, was los war. Ich habe dann irgendwie meditiert oder andere spirituelle Übungen gemacht. Und dann mit einem gewissen Abstand wurde mir plötzlich so kalt, dass ich also wirklich Schüttelfrost bekam und meine Temperatur gemessen habe. Aber die war eher, ja vielleicht ein Stück zu niedrig, aber im Normalbereich. Oder manchmal während der Übung oder eben auch verzögert, war mir so warm, dass mir regelmäßig der Schweiß runterfloss. Also das war schon ein Phänomen, was ich eben immer bemerkt habe. Und heute kann ich nun auch erklären, woran das liegt. Und zwar, wenn diese universelle Energie in das männliche spirituelle Prinzip fließt und darüber fließt, dann wird mir heiß. Wenn ich dagegen im weiblichen spirituellen Prinzip bin, dann wird mir kalt. Und da ich nun hier gerade eben Übungen fürs männliche spirituelle Prinzip gemacht habe, ist es jetzt hinterher so, dass mir so warm ist, dass ich nur dieses dünne Shirt anziehen kann, obwohl eigentlich hier zu meinem Rock ein viel wärmeres gehört. Aber da ich ja hier immer abwechseln werde, mal zwischen männlichem und weiblichem Prinzip, wird mir garantiert bald auch wieder ganz kalt werden. Und vielleicht, weil ich so einen häufigen Wechsel habe, wird sich das auch vermischen. Das müssen wir mal sehen. Aber auf jeden Fall können wir eben auch die Temperatur gestalten über den Energiefluss, je nachdem, ob sie gerade ins männliche
oder ins weibliche Prinzip fließt. Bei mir ist da allerdings immer eine gewisse Zeitverzögerung drin, was es natürlich etwas schwieriger macht. Insofern bekomme ich also auch über meine Temperaturschwankungen die Rückmeldung, ob ich nun eigentlich gerade das weibliche spirituelle Prinzip oder das männliche spirituelle Prinzip gestalte. Und auch wenn diese Hinweise jetzt nicht ganz so zuverlässig sind, weil ja eine gewisse Zeitverzögerung mit dabei ist, ist es doch eine hilfreiche Information, die ich im Gesamtzusammenhang und im Gesamtbild nutze. Das innere Kind ist die Liebesbasis. Und das ist denn so ein tiefes, befriedigendes, erfülltes Gefühl von Urvertrauen. Sicherheit, Urvertrauen, irgendwie so ein sattes Gefühl ergibt sich daraus, wenn es dann eben mit dem Göttlichen verbunden ist. Und falls euch vielleicht aufgefallen ist, der Tannenbaum, da sind jetzt die Lichter aus, das ist kein Zufall, also einmal ist es draußen hell, aber das ist gar nicht der Grund. Ich mache tatsächlich zwischendurch auch die Lichter aus, wenn das hier dunkel ist. Und zwar auch das ist wieder gedacht, um die Ebene zu wechseln. Wenn ihr an mein Ritual denkt, da geht es ja im Gedicht darum, dass ein kleines Licht in uns brennt und immer größer wird, bis es uns total ausfüllt, Liebe, Freude, Glückseligkeit empfunden wird und dann diese Liebe aus dem Göttlichen heraus durch uns hindurch zu anderen ausgestrahlt wird. Und genau das soll das zeigen, dass eben nicht mehr das Licht überhaupt erst wachsen muss bei mir, sondern ich bin im Licht und bringe das Licht. Und deswegen schalte ich tatsächlich zwischendurch immer mal wieder die Lichter aus. Das wurde mir also tatsächlich hier auch so eingegeben, dass ich das eben machen soll, um dieses hier auszudrücken. Ja, mit meinem inneren Kind ist es so, dass ich mich deswegen jetzt hier vom Göttlichen aus, die Liebe bringend und im Kind verwirklichend, also jetzt mit meinem inneren Kind als Basis beschäftigen möchte. Und dazu fange ich erstmal damit an, auch bei meinem inneren Kind die letzten drei Geschichten vorzulesen, denn ich hatte tatsächlich einfach keine Zeit mehr vor Weihnachten und habe es vertröstet. Aber solche Versprechen muss man denn auch halten und das löse ich denn jetzt ein, indem ich die letzten drei Geschichten von Leo Lausemaus vorlese und dann übergehe in die Geschenke des inneren Kindes und mal gucke, was da, ja, was das so ist. Das war ja der Hund, das haben wir ja gestern schon gesehen. Und insgesamt ist es einfach so, dass ich sozusagen hier vom Göttlichen aus ins Kind hineingehe. Also die Anbindung ist wichtig. Ich spiele nicht einfach nur mit meinem Kind, sondern ich komme vom Göttlichen und gehe ins Kind hinein, werde dabei eben immer irdischer und freue mich über das Kind und liebe aus dem Kind heraus. Also ich gestalte die Liebesbasis mit tiefem Urvertrauen, ein Gefühl von Sattheit und es ist einfach gar nicht zu beschreiben, man muss es selber empfinden. Heute bin ich das Licht und bringe den Menschen das Brennmaterial, damit ihre Flammen leichter und schneller groß werden. Aufräumen für den Weihnachtsmann. Schon seit Tagen drückt Leo Lausemaus sich davor, sein Zimmer aufzuräumen. Ich liebe Hunde. Jaule. 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 Platz. Sitz. Braver Hund. Gib Pfötchen. Gib Pfötchen.
Gib Pfötchen. Gib Pfötchen. Leckerli. Für mich. Zunächst erst einmal sprechen Sie wirklich die gesamte innere Familie an. Das innere Kind sowieso, das liebt die Hunde einfach, weil sie so süß sind. Meinen inneren Mann über diese karmische Kraft, und da haben wir schon die nächste Ebene mit drin, nämlich im karmischen Hintergrund. Meine innere Frau, die Hunde, weil sie in einer Gemeinschaft leben und hier ja auch schon eine ziemlich große Gemeinschaft bilden. Und dann hatte ich eben auch noch diese Heilung drin, auch im halbkarmischen Bereich, aber es war auch eine innere Kindheilung mit diesem anderen Hund. Insofern werden sehr viele tiefe Aspekte gleichzeitig bei mir angesprochen und daher hatten die Hunde eine sehr starke Bedeutung für mich. Und lieben tue ich sie immer noch sehr. Meine Hunde hatten und haben einen tieferen Sinn für mich.
Jetzt führe ich eine Stunde lang Bewusstseinsspielereien mit meiner inneren Frau durch und gehe dann zu dem Klangschalenritual über. Mit Bewusstseinsspielereien meine ich, dass ich diesmal mich nicht nur mit dem Göttlichen identifiziere, sondern gleichzeitig mit dem Göttlichen und meiner inneren Frau und sie beide zusammenbringe. Also im Grunde genommen führe ich so wie zuvor diese umgekehrte Meditation durch, vom eben Kronenchakra, Herzchakra, göttliche Einbettung bis zum Sakralchakra zur inneren Frau. Und gleichzeitig gehe ich aber in einen Kontakt zwischen beiden, indem ich mich mit beiden Bewusstseinsanteilen identifiziere. Also das ist durchaus möglich, habe ich auch schon manchmal gemacht, jetzt in dieser Form direkt noch nicht, aber heute ist das eben angesagt. Auch im tiefsten Dunkel der Nacht ist doch schon ein Licht in uns entfacht. Es wird zur Flamme, die in uns brennt und alles verwandelt, was vom Göttlichen trennt. Egal, ob langsam oder schnell, in uns wird es unweigerlich hell. Und noch heller, unser Licht strahlt weit, ausgefüllt mit Liebe, Freude und Glückseligkeit. Miteinander verbunden und göttlich geleitet, wird durch unsere Seele Liebe verbreitet. Also bei mir gibt es heute Käsefondue und zwar ist es wieder das Prinzip von Himmel zur Erde. Also ich habe angefangen mit diesen Bewusstseinsgestaltungen zur inneren Frau, dann mit diesem Klangschalenritual weitergemacht und jetzt bin ich bei der ganz konkreten Nahrung für die innere Familie. Da ist sie wieder. Das Käsefondue selber ist einfach nur geschmolzener Käse, da ich gar keinen Alkohol mag und auch nicht irgendwelche Gewürze noch zusätzlich, habe ich hier nur geschmolzenen Käse drin, ein paar Kartoffeln, das sind hier vegetarische Klöße, Gurken, ja und das Brot ist noch im Ofen, das bekomme ich auch noch ganz frisch.
viel zu viel für mich ist, mache ich das jetzt ganz geschickt. Mir nehme ich einen Teller fertig, wo ich mir dann so fertiges Käsebaguette mache und das dann später esse. Und danach kommen dann da noch eben Kartoffeln und ein paar Klöße drauf. Aber dann ist das schon mal richtig schön. Es wäre viel zu schade, das wegzuwerfen. Aber alles essen kann ich beim besten Willen nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung, ob ich hinterher auch noch Eis essen kann. Wahrscheinlich wohl nicht. Dies ist die Lampe meiner inneren Frau und ich finde sie wunderschön. Und es entspricht auch der inneren Frau-Richtung, nämlich nach außen gerichtet. Ein tolles Geschenk. Als nächstes geht es um den universellen Liebesfluss in den inneren Mann. Das männliche spirituelle Prinzip wird gestaltet. Auch da fing ich wieder mit einer spirituellen Übung an. Dann geht es weiter damit, dass ich die letzten Kalenderexperimente von meinem inneren Mann noch durchführe und schließlich das Geschenk von meinem inneren Mann, ja in diesem Fall zusammenbaue. Ja, wie sieht denn nun diese spirituelle Übung aus? Also die soll ja nun das männliche spirituelle Prinzip verwirklichen. Auf welche Elemente das ankommt, das sind vor allen Dingen der Mentalkörper, die gedanklichen Gestaltungen. Dann ist der Körper besonders wichtig. Gefühle werden auch immer mit einbezogen, um es vollständig zu machen, aber der Bereich ist eigentlich eher weniger wichtig. Wie habe ich das nun konkret umgesetzt? Also für den Körper habe ich Tanzen gewählt. Das ist wie gesagt bei jedem auch unterschiedlich, aber ich habe Tanzen gewählt, wobei ich hauptsächlich eben mit Schritten rumgegangen bin. Also eigentlich war es ein bisschen tänzerisches Hin- und Hergehen. Und als Musik habe ich Mary's Boyschild genommen, einfach weil da sehr viele, jedenfalls in meiner Variante, sehr viele tiefe Stimmen mit drin sind, die mich da so ein bisschen in dieses Männliche reinbringen und ich das Stück einfach mag. Vom Mentalkörper aus habe ich mich auf die Verwirklichung meiner Aufgabe konzentriert. Bei der Meditation sind wir das ja gewöhnt, immer so die Gedanken vorbeifließen zu lassen und uns tiefer fallen zu lassen ins Göttliche hinein und so weiter. Aber wir sind ja jetzt nicht mehr dabei, dass wir das Göttliche erreichen wollen, sondern auf diesem umgekehrten Weg, dass wir das Göttliche gestalten wollen. Und da ist es jetzt eben dann auch so, dass ich tatsächlich in den Mentalkörper hineingegangen bin gezielt, also nicht nur, aber eben über das männliche Prinzip da jetzt verstärkt hineingegangen bin, Gedanken gestaltet habe und zwar auf die Zukunft gerichtete Gedanken. Und da habe ich jetzt für mich eben meine spirituelle Aufgabe gewählt, dass ich das Göttliche hier im Irdischen verwirklichen will, den Liebesfluss hineinbringen möchte und eben gesellschaftliche Veränderungen vornehmen möchte. Und auf diese gesellschaftlichen Veränderungen habe ich mich sozusagen als gezielten Punkt in der Zukunft konzentriert. Das heißt also, meine spirituelle Übung oder Aufgabe, Meditation oder wie man das auch immer nennen soll, die sah also so aus, dass ich hier zu Mary's Boyschild tänzerisch immer hier durch meine Wohnung gegangen bin,
dabei mich auf diese Aufgabe in der Zukunft ausgerichtet habe, um jetzt das männliche spirituelle Prinzip mit hineinzubringen. Aber dabei ist es nicht geblieben und dementsprechend hat diese Aufgabe jetzt auch wirklich fast 2 Stunden gedauert, denn das war jetzt ja nur sozusagen die weitere Ergänzung, das männliche spirituelle Prinzip hineinzubringen, und zwar auf dem schon vorhandenen weiblichen spirituellen Prinzip. Und insofern fiel es mir tatsächlich auch ein bisschen schwerer, das hineinzubringen, während ich sonst eigentlich immer so aus neutralem Zustand wirklich sehr einfach da reingekommen bin, jetzt also aus dieser weiblichen Spiritualität heraus, jetzt darauf das Männliche aufzubauen, da habe ich eine Weile gebraucht, um darauf zu kommen. Und dann war das aber noch nicht alles, sondern nachdem ich das geschafft hatte, ging es jetzt darum, die gesamte Verbindung zu gestalten. Und zwar von diesem ursprünglichen göttlichen Zustand, wo ich ja wirklich auch in die Weite gegangen bin und ein bisschen durcheinander war zum Teil. Also das war dieser Zustand Heiligabend, wo ich manche Sachen hier im Irdischen dann auch gar nicht so gut hingekriegt habe, wie ich das sonst wirklich gewöhnt war. Also da war es eben diese göttliche Weite, die ja als Ursprung da ist. Von der ausgehend dann zu dieser satten Sicherheit mit dem Urvertrauen, noch wieder eine andere Form von Einbettung und Fülle des inneren Kindes, dann zum weiblichen Prinzip und dann zum männlichen spirituellen Prinzip. Also diese gesamte Bandbreite von dem, was ich jetzt hier schon Heiligabend, Weihnachten erfahren und im Einzelnen gestaltet habe, das war jetzt zusammenzubringen. Wobei ich mir das so ein bisschen als eine Art Keil vorgestellt habe, so von diesem ganzen Breiten konkret ins Irdische auf den Punkt bringen. Und es war dann tatsächlich diese gesamte Bandbreite und eine unglaubliche Fülle, Kraft und ja auch Energie. Also man kann es einfach nicht beschreiben, das muss man selber erfahren. Aber wirklich von dieser unglaublichen Weite verdichtet in dieses satte Urvertrauen der ersten Fülle über das weibliche Prinzip des vollen Gefühls und auch wieder Ausstrahlung bis hin auf den konkreten Punkt gebracht eines selbstbewussten, zielgerichteten Durchsetzens der spirituellen Aufgabe. Also es war ein unglaubliches Powergefühl in die Richtung Verwirklichung, Erde, Durchsetzen. Das Göttliche wirklich konkret auf den Punkt gebracht mit der gesamten Power des universell irdischen Bewusstseins dahinter. Mein innerer Mann möchte euch nun noch gerne seine Experimente vorstellen, zu denen er vor Weihnachten ja nicht mehr gekommen war. Das Experiment vom 20. Dezember. Das Experiment vom 21. Dezember. Das Experiment vom 22. Das Experiment vom 23. Dies ist das Experiment von Heiligabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein innerer Mann ist stolz auf sein selbst gebasteltes Fernlenkauto. Er ist fast fertig geworden. Wohlgemerkt nur fast, weil halt ein paar Teile gefehlt haben und weiter kommt er jetzt nicht. Aber innerlich ist er eben einfach stolz, hat das Ganze schön gebastelt, im Irdischen verwirklicht und damit hat es auf jeden Fall seinen tieferen Sinn erfüllt, nämlich das männliche spirituelle Prinzip hier konkret auf die Erde zu bringen. Und insofern freut er sich darüber, was er hier alles so richtig schön schon gemacht hat.
Abschließen möchte ich das Ganze jetzt dadurch, dass der universelle Liebesfluss in die Einheit unserer inneren Familie geleitet wird. Und dazu beginnen wir wieder mit unserem Ritual und dann werde ich mit meiner inneren Familie spielen. Auch im tiefsten Dunkel der Nacht ist doch schon ein Licht in uns entfacht. Es wird zur Flamme, die in uns brennt und alles verwandelt, was vom Göttlichen trennt. Egal ob langsam oder schnell, in uns wird es unweigerlich hell. Und noch heller, unser Licht strahlt weit, ausgefüllt mit Liebe, Freude und Glückseligkeit. Miteinander verbunden und göttlich geleitet, wird durch unsere Seele Liebe verbreitet. Unser Spiel für die innere Familie. Das haben wir zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ja, vielleicht kennt ihr dieses Spiel. Das ist ja eigentlich ein Strategiespiel für zwei Personen. Aber ich habe die Regeln abgewandelt und daraus ein Spiel gemacht, das Himmel und Erde verbindet. Das Ziel des Spiels ist, dass wir in möglichst wenig Zügen, und dazu mache ich hier mal Striche für jeden Spielzug, gemeinsam die Steine von göttlich und irdisch hier in diese Verbindung hineinbekommen. Und dazu haben wir auch einen Würfel mit hier rot irdisch und hier blau der göttlichen Seite. Ja, und richtig spannend wird es natürlich, wenn man das mehrfach spielt, einfach um sich selber dann zu übertreffen, ob man das vielleicht immer noch schneller wieder hinkriegt, aber als eine Gemeinschaft. Schließlich freue ich mich dann immer sehr, wenn ich die universelle Liebe an andere weitergeben kann. Und zwar als Unterstützung für ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung. Und da habe ich jetzt zu Weihnachten folgende E-Mail bekommen. Liebe Eileen, schöne Feiertage, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht dir die, dank deiner Hilfe, grundlos glückliche, und genau darum geht es, grundlos glücklich zu sein. Und diesen Zustand können wir nur erreichen, wenn wir in die universelle Liebe eingebettet sind, diese uns total ausfüllen lassen und dann ganz automatisch aus diesem Überfluss an andere weitergeben. Die Liebe verbindet alle Lebewesen, so dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2017. Als ich eben am Fenster stand und das wunderschöne Feuerwerk beobachtet habe, was so meine Nachbarn da alle veranstaltet haben,
Da fühlte ich mich so total rund, glücklich, wohl, eins mit mir und der Welt, zu Hause angekommen im Ganzen. Das ist einfach ein wunderschöner Zustand war. Und insofern überraschte es mich dann auch gar nicht weiter, als ich dann meine Jahreskarte anschließend gezogen habe. Da habe ich dann für diejenigen, die sich mit Tarotkarten auskennen, die Welt gezogen. Also wirklich zu Hause angekommen sein und genau so habe ich mich auch gefühlt. Es ist einfach ein totales Wohlfühlgefühl, Geborgenheit. Ja, Geborgenheit ist vielleicht sogar das Hauptgefühl. Liebe, Geborgenheit, Zufriedenheit, Harmonie, am richtigen Platz, am richtigen Ort zu sein. Und von da aus möchte ich dann das eben auch weitergeben, die Liebe auch an andere weitergeben. Und habe dann beim Bleigießen gefragt, wie ich das denn nun machen kann, denn so die Persönlichkeitsstrukturen, die verweigern ja doch ganz gerne so Veränderungen. Es ist ja nicht so leicht, irgendwie so auch gerade die Liebe anzunehmen. Und da habe ich eine sehr eindeutige Antwort vom Bleigießen hier bekommen, nämlich, dass ich mich auf die Seelen konzentrieren soll. Also mit den Seelen Kontakt aufnehmen, Verbindung aufnehmen, die Seelen sehen. Und weniger eben auf diese Strukturen und Abwehrmechanismen und so weiter achten. Das heißt also, ich werde jetzt so meine Aufgabe erfüllen, aus diesem wunderbaren, ja, Wohlfühlzustand meinerseits heraus die Liebe an andere weitergeben, und zwar in Verbindung mit euren Seelen bis dann ins Irdische hinein.